Es sind vier Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine Muslima, ein orthodoxer Christ, ein Katholik und ein Jude. Alle vier stammen sie aus Sarajevo, leben hier nicht nebeneinander, sondern wirklich miteinander. Wie schafft es die Stadt auf dem Balkan, die Bewohner zusammenzubringen? Wie gelingt es, dass an diesem Ort die Menschen trotz ihres unterschiedlichen Glaubens friedlich bleiben? Wer das erste Mal nach Sarajevo kommt, den beeindruckt vor allem die Lage der Stadt. Zwischen langgezogenen üppig grün niemand hier. Die dritte Station auf der Suche, was die Stadt Sarajevo und ihre Menschen wirklich verbindet. Jeder Taxifahrer kennt ihn, Jelimir Altaraj. Der Musiker und ehemalige DJ Čičak ist bis heute Symbol des alten Jugoslawiens. Eigentlich wollten wir ihn in einer Synagoge treffen, aber Jelimir lehnte das ab. Er wurde zwar als Jude geboren, sagte er über sich, aber er sei eigentlich Atheist. Berühmt ist Jelimir vor allem für seine Warm-up-Moderationen vor den Konzerten großer Musiker in den 70er und 80er Jahren. Damals war Sarajevo kulturelles Bindeglied zwischen Ost und West. Diese Zeit, in der die kommunistische Idee der Gemeinschaft über der Religion stand, lebt in seiner Person weiter. Zwar sei es unter Machthaber Tito im Sozialismus jugoslawischer Prägung auch nicht einfach für Musiker gewesen, meint Jelimir, aber die romantische Verklärung der für viele immer noch guten alten Tito-Zeit präge die Einwohner Sarajevos bis heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg, seit meiner frühen Kindheit, von der Kinderkrippe an und weiter in der Schule, waren wir Teil eines multikulturellen Umfeldes. Wir sind zusammen groß geworden. Es gab keine Unterschiede zwischen Muslimen, Katholiken, Orthodoxen oder Juden. Wir waren einfach nur Kinder. So sind wir aufgewachsen und man spürte überhaupt keine nationalen Unterschiede. Das hat mich und andere ein Leben lang geprägt. Jelimir Altaraj hat sich gegen seine Religion entschieden. Die aschkenasische Synagoge von 1902 im Zentrum von Sarajevo besuchte er nur als Kind. Seit Jahren war er nicht mehr hier. Das Jüdischsein, wie er es nennt, war für ihn immer nur Behelf, um seiner wahren und einzigen Liebe der Musik näher zu kommen. Als Jude habe er die musikalischen Gene dafür von seiner Mutter erhalten. Mit Rockgrößen aus der ganzen Welt trat er in Sarajevo auf. Die Zeit ohne religiöse und ethnische Unterscheidungen bezeichnet er bis heute als die beste seines Lebens. Auch wenn der Sozialismus viele Alltagsbereiche dominierte, die Musik, seine Musik, sei immer frei gewesen. Rage against the machine. Nach dem Ende des Tito-Sozialismus in Jugoslawien hätte er es nie für möglich gehalten, dass Religion und ethnische Zugehörigkeit jemals wieder einen solchen Stellenwert bekommen könnten. Denn entscheidend dafür, wie man die anderen sieht und bewertet, seien die Erlebnisse und Prägungen aus der Jugendzeit. Ich begegne bis heute immer wieder Menschen auf der Straße, meist sind die über 55, die sich an mich erinnern und sich mit mir fotografieren lassen, weil sie an meine Konzerte zurückdenken, wo sie zum Beispiel ihren Partner kennengelernt haben, mit dem sie jetzt zwei Kinder haben. Sie wollen ein Foto aus dieser Zeit. Diese Zeit ist also noch in den Köpfen. Sie bleibt als ein virtuelles Museum erhalten. Die von DJ Čičak organisierten Konzertmarathons waren auf dem ganzen Balkan legendär. Für ihn kamen sie alle, von Depeche Mode bis Robert Plant. Wie Trophäen aus einer anderen Welt hängen die Fotos in seinem Arbeitszimmer. Die Stars waren elektrisiert von der Lebendigkeit der Stadt und dem Spirit ihrer Menschen. Lemmy von Motorhead oder Nick Cave besangen mit Jelimir dieses Lebensgefühl auf der Bühne des ehemaligen Jugendzentrums von Sarajevo. Eine überlebensgroße Fotogalerie zeugt bis heute davon. Ja, ich bin Optimist, ich bin ein Senjak.
Ich bin zwar Optimist und schwärme, kann aber den Alltag nicht ignorieren. Aber ich träume davon und ich glaube daran, dass wir nur zusammen überleben können. Und das ist nicht nur ein Problem in Sarajevo. Es ist inzwischen überall so. Der radikale Nationalismus weitet sich immer mehr aus und es ist die große Frage, wie wir ihn überleben und letztendlich besiegen können. Für sich selbst beantwortet er diese Frage ganz einfach. Keiner wird mit solchen Ideen geboren. Zhelimir engagiert sich inzwischen für ein neues Kinderfernsehprojekt. Es soll über die ethnischen Grenzen hinweg die Jüngsten zur Toleranz gegenüber den Religionen erziehen. Das ist aus seiner Sicht die effektivste Möglichkeit, etwas beizutragen. Das Zusammenleben und das gemeinsame Leben ist die einzige Zukunft jeder Stadt auf dem Planeten. Ich bin Kosmopolit, Pazifist, ich bin Atheist. Ich liebe, achte und schätze jeden Menschen. Der Mensch ist der Maßstab, es gibt keinen anderen. Hautfarbe ist nicht wichtig, nur ob jemand ein Mensch oder kein Mensch ist. Wenn alle Gläubigen auf dem Planeten ihre Gebote beachten würden, hätten wir ein Paradies. Ein Paradies, das von Musik geleitet wird. Ein Paradies, das in Sarajevo seinen Ausgang nehmen soll. In der Stadt, die so viel gelitten hat. Warum das der größte Wunsch von Zhelimir ist? Weil Sarajevo wieder Vorbild sein soll, Vorbild für friedliches Zusammenleben, so wie damals im ehemaligen Jugoslawien vor dem Krieg.